dieses Gefühl, wenn du deinen nächsten Kurzurlaub gebucht hast. Die besten Ideen auf kurzurlaub.de. 2 bis 5 Tage frei. Ja, liebe Medienvertreter, liebe Fans und Unterstützer des 1. FC Magdeburg, ich begrüße euch herzlich zur digitalen Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Sonnabend um 14 Uhr gegen den KFC Uerdingen. Herzlich willkommen auch unserem Cheftrainer Thomas Hossmann. Wir beginnen dann auch gleich mal mit der ersten Frage, Trainer. Nach der kurzen Winterpause geht es jetzt am Sonnabend wieder los. Wie lief denn zuletzt das Training? Erstmal von mir auch ein herzlich willkommen zur Pressekonferenz. Ja, wie lief das Training? Wir haben ja die Möglichkeit gehabt, durch die beiden Spielausfälle schon Zeit hier anzufangen. Also die Jungs hatten über Weihnachten eben auch Pläne mit, was im läuferischen Bereich gemacht werden musste. Dann vor Silvester eben gute 5 Tage bis Silvester Inhalte trainiert. Und jetzt sind wir seit Montag wieder komplett zusammen. Alle sind gut durchgekommen, das war das Wichtigste. Und ich glaube schon, dass wir die 3 Wochen sehr gut und intensiv genutzt haben, sage ich, was die Grundlagen betreffen, aber auch Inhalte für unser Spiel. Ja, mit Barış Atik und Salih Sané sind ja 2 neue hinzugekommen. Wie ist so dein erster Eindruck? Ja, erstmal ist es schön, dass wir 2 Neuzugänge begrüßen konnten, gestern und vorgestern. Den richtigen Eindruck, denke ich mal, bekommen wir heute und morgen, weil gestern aufgrund der Tatsache, dass wir am Montag schon die Trainingswoche begonnen haben und Montag und Dienstag sehr intensiv war, haben wir gestern im regenerativen Bereich gearbeitet und sicherlich hast du gesehen, dass wir eben gute Fußballer sind, aber heute geht es ja auch in größeren Formen weiter und da werden wir den ersten Eindruck auf dem Platz haben. Sind die beiden denn schon eine mögliche Option jetzt für das Heimspiel am Sonnabend? Ja, ich denke, spielberechtigt sind sie und da werden wir schauen, was die 2 Trainingstage bringen. Und sicherlich können sie Option sein, aber das entscheiden wir dann morgen nach dem Abschlusstraining. Okay, danke Trainer. Kommen wir in die Fragerunde. Wie gesagt, gerne via Chatfunktion eure Fragenwunsch dann auch gerne äußern. Wer möchte denn gern zuerst? Ja, dann mache ich den Anfang. Michael Nowak hier, Herr Hossmann, schönen guten Morgen. Herr Hossmann, eine Frage. Beide sind spielberechtigt. Die Frage ist ordnungshalber, wird es noch eine weitere Verpflichtung geben oder war es das jetzt mit den Verstärkungen in der Winterpause? Die Transferperiode ist ja noch ein bisschen möglich, also das Transferfenster ist offen und wir halten Ohren und Augen offen und schauen und gucken, was sich noch ergibt und wenn sich noch was ergeben sollte, dann werden wir es tun, wenn sich nichts ergeben sollte, machen wir nichts mehr. Alles klar, danke. Sabine Lindenau von der Altmarkt-Zeitung. Kurzer Einbruch. Sabine, du bist stumm geschaltet. Du müsstest das Mikro anmachen, genau. Unten links. Ja, ich weiß. Hallo, Herr Hossmann. Ich würde gerne ein paar Worte von Ihnen hören zum kommenden Gegner, zum KFC Uerdingen. Wie schätzen Sie die Mannschaft ein? Da gab es ja auch ein bisschen Trouble, was das Finanzielle betrifft. Glauben Sie, dass sich das auf dem Platz auch widerspiegeln wird? Oder wie schätzen Sie Uerdingen ein? Ja, ich denke mal, das ganze Gegenteil haben sie bewiesen, die letzten Spiele. Also wenn man die Probleme hört und liest, dass es finanzielle Probleme gibt, dass die Spieler eben, glaube ich, 2 oder 3 Monate kein Geld gekriegt haben, dass sie schlechte Trainingsbedingungen haben, haben sie sich, denke ich mal, ordentlich aus der Affäre gezogen. Aus den letzten 3 Spielen 2-mal gewonnen. Es stehen defensiv sehr ordentlich, mit 17 Gegentoren, haben sicherlich dasselbe Thema wie wir. Die haben 14 geschossen und haben, denke ich mal, trotz der Probleme eine gute Mentalität. So, und einfach zu denken, jetzt kommt der KFC Uerdingen her mit ihren Problemen und das geht so einfach, wird auf keinen Fall passieren. Da kenne ich Stefan Krämer zu gut, der die Jungs ordentlich einstellen wird und hier auf seine 3 Punkte spielen. Und es ist sicherlich eine erfahrene Mannschaft mit vielen guten Fußballern. Und trotzdem haben sie ihre Themen und die Themen müssen wir halt bespielen. Okay, geht's weiter. Max Hensch von Radio SAW.
Ja, hallo Herr Hausmann. Sie haben ja eine Reihe von Spielern, die angeschlagen sind, verletzt waren. Wie sieht es da aktuell aus? Was halten Sie davon, dass sich jetzt, dass ab der Rückrunde wieder 5 Wechsel erlaubt sind pro Spiel? Sie meinen bestimmt Timo Pertl, Flori Kahrt, Maxi Franzke und Adrian Malichowski, die alle wieder auf dem Platz stehen, die mit Lars Mertlmeier eben auch individuell trainieren. Timo Pertl und Flori Kahrt waren die Woche schon teilintegriert im Mannschaftstraining, das ist, denke ich, wichtig. So, und Sliskovic braucht noch eine Weile, der hat jetzt angefangen mit Laufen. Maxi Franzke ist gestern dazu gestoßen. Und auch mit Lars auf dem Platz gewesen und denke ich heute auch schon wieder teilintegriert. Also da geht es vorwärts und trotzdem ist es halt, waren alle lange verletzt und wir müssen klug sein und clever sein, sie vernünftig dann auch zu integrieren und nicht zu überstürzen. Und die 5 Wechsel, denke ich mal, sind positiv, ne, aufgrund der Belastung, die gerade auch wir jetzt die im Januar haben. Ich hätte mir gewünscht, dass die Vereine auch diese Kaderstärke auf 20 erhöht hätten. Dann hättest du mehr Optionen gehabt. Auch musst du immer als Trainer immer schwierig, Dinge dann auch zu moderieren, weil der eine oder andere, der sicherlich auch die Qualität hat, eben aufgrund der Kaderstärke dann auch zu Hause bleiben muss. Ja, weitere Fragen? Ja, Michael Nowak nochmal, die Bild-Zeitung. Herr Hussmann, eine spezielle Frage zum Neuzugang Sané. Laut Papier ist er ja hängende Spitze mit Hauptposition Mittelstürmer. Jetzt ist die Frage für mich, ist er zu werten als Konkurrenz für Beck oder ist da aus Ihrer Sicht taktisch sogar drin, dass die beiden vielleicht sogar gemeinsam auflaufen oder ist das eine reine Konkurrenzsituation zwischen den beiden? Ja, es gibt schon die Möglichkeit, dass beide spielen oder einer spielt und das hängt darauf an, auch hängt damit zusammen, wie spielen wir gegen welchen Gegner, wie ist die Konstellation. Sicherlich erhöht er den Konkurrenzkampf gerade da im vorderen Bereich. Danke. Gibt es von euch noch weitere Fragen? Ich hätte noch eine Frage. Daniel Hübner von der Volksstimme. Frohes und gesundes neues Jahr, Herr Hausmann. Viel Erfolg für die nächsten Aufgaben. Genau. Als erstes, als zweites, werden Sie ja zum Spiel gegen Uerdingen, Sie müssen ja auf Angriff gehen, sozusagen, um die Punkte zu holen, aber dann auch entsprechend offensiver eingestellt eingehen. Das ist die eine Frage. Die andere Frage sollte Baris Artek spielen, der mit vielen Vorschusslorbeeren jetzt hierher gekommen ist. Inwiefern wird sich darin das System eventuell verändern? Welches System soll sich ändern? Das Spielsystem. Weiß ich jetzt nicht, ob sie unser Spielsystem ändern muss, aufgrund der Neuzugänge. Sicherlich haben wir ein Thema, was unsere Offensive betrifft. Da denke ich, haben wir ordentlich gearbeitet letzte Woche, die Woche, haben den Jungs Dinge an die Hand gegeben. Und trotzdem ist es wichtig, dass wir weiter stabil stehen, dass wir weiter gut gegen den Ball arbeiten. Ich wiederhole mich gerne, wir haben, glaube ich, 5 Gegentore jetzt die letzten 7 Spiele bekommen. Und das ist wichtig, dass die Basis. Und trotzdem müssen wir einfach gieriger und brutaler sein im letzten Drittel. Und das haben wir versucht, den Jungs auch an die Hand zu geben. Wirklich den letzten Pass zu bringen, entweder in den Raum oder auf den startenden Mitspieler. Und dass wir da einfach zwingender und den Gegner einfach mehr wehtun, sei es über die Flügel, sei es aus dem Zentrum. Und das wollen wir tun. So, und trotzdem brauchst du diese Balance oder diesen Mix, eben aus einer guten Organisation immer diese Dinge vorzubereiten. Dankeschön. Ja, gibt es weitere Fragen von euch? Die Bild-Zeitung nochmal, Michael Nowak. Herr Hausmann, eine Frage zur psychischen Verfassung der Mannschaft. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass
nach der Hinrunde, wo es jetzt sportlich nicht so lief, dass da das Selbstvertrauen nicht so groß vorhanden war. Wie ist das jetzt vor diesem Restart gegen Uerdingen? Ich glaube, durch diese Verstärkung ist da jetzt ja eine andere Art von Selbstvertrauen, glauben da wieder andere Spieler an sich, weil man wieder mehr Möglichkeiten hat. Wenn Sie das mal beschreiben könnten, wie das so beim Training abläuft, ob es da richtig locker ist, dass man spürt als Trainer, dass die Jungs an sich glauben, hat sich da was verändert? Ich denke schon, dass wir, dass die Jungs Mut und Überzeugung und Vertrauen in sich selbst haben. Also das haben die Spiele gezeigt, dass sie jetzt geschlossen sind und dass sie zusammen sind. Und wenn man das Training sieht, da ist es schon wichtig, dass auch Spaß und Freude da ist, weil ohne Spaß und Freude geht es nicht. Und das haben wir auch so besprochen, intern in unserem engsten Kreis. Wir können nur auf uns schauen. Also wir können nicht nach rechts und links und die Straße vielleicht verlassen und auf irgendwelche Dinge da hören, die vielleicht von außen reingetragen werden wollen oder sollten. Wir wissen um die Problematik und trotzdem geht es einfach um eine gewisse Freude und eine gewisse Gelassenheit trotz der Situation. Und wenn das nicht ist, wenn da keine Freude da ist in unserem Job und im Beruf, dann wird es sicherlich schwierig. Und ich denke mal, Sie hatten Erfolgserlebnisse jetzt auch die letzten Tage und zwei Wochen im Training. Und Sie freuen sich auf das Spiel, Sie sind heiß. Und diese Gier und diese Bereitschaft müssen wir einfach aufs Feld bringen. Und ja, und das werden wir auch tun. Ohne hektisch zu werden, ohne Angst zu haben, sondern das sind keine guten Begleiter. Darf man da gleich nochmal nachfragen, mit welcher Zielstellung Sie oder ja, welches Ziel vorgegeben ist an die Jungs? Wie will man gegen Uerdingen, wie will man gegen den nächsten Gegner im Prinzip, will man siegen, will man einen Punkt holen oder gucken, was passiert? Was glauben Sie, was wir für ein Ziel haben? Siegen? Ja, wir sind Woche für Woche gehen wir ins Spiel und wollen die drei Punkte holen. Also, und wir wollen und sollten und müssen sofort Fahrt aufnehmen. So. Und deswegen, ich habe es ja gerade gesagt, trotzdem brauchen wir kluge Entscheidungen auf dem Platz. So, und keine Hektik und irgendwelche verkehrten Dinge zu tun. Und es gibt Standardsituationen. Wir haben Lösungen für die Jungs an die Hand gegeben, dass es offensiv da auch Möglichkeiten gibt, Tore zu erzielen. Und trotzdem geht's bei null los. Also wir haben jetzt drei oder vier Wochen kein Spiel gehabt. Also deswegen kluge Entscheidungen treffen, heißes Herz, kühlen Kopf, was ich immer sage. So, und wir wollen die drei Punkte am Samstag in Magdeburg lassen. Das ist das Ziel. Höre ich gern. Gibt es noch weitere Fragen von euch? Oder soweit alles beantwortet? Ja, wenn das nicht der Fall ist, dann würde ich die Pressekonferenz schließen. Danke euch vielmals, hoffe, dass technisch alles funktioniert hat. Und wir sehen uns dann am Sonnabend. Bis dann. Macht's gut. Schöne Zeit euch. Tschüss. Ja. Ciao.